Brüder im geistlichen Dienst, königliche Hoheiten, liebe Schwestern und Brüder in Christus, in den vergangenen Wochen habe ich bei den Firmenfeiern den Jugendlichen immer wieder die Frage vorgelegt, ob sie mir sagen können, aus welchen Büchern der Heiligen Schrift wir soeben Lesung und Evangelium gehört haben. Das Ergebnis dieser Befragung war oft recht spärlich. Den einen oder anderen gab es, der die Ehre der ganzen Mannschaft rettete. Aber darauf kommt es ja an, dass wir bei der Verkündigung des Wortes Gottes, bei der Feier der Eucharistie, ganz da, ganz dabei sind. Das Ohr ist das einzige Sinnesorgan, das immer im Einsatz ist, immer offen. Aber die Frage ist, ob das, was wir hören, auch immer zu Herzen geht. Und wenn es zu Herzen gegangen ist, dann auch unsere Gedanken und unsere Entschlüsse bewegt. In der vergangenen Woche war ich zu Dreharbeiten für die Sendung Zeit und Ewigkeit, die am Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel ausgestrahlt werden soll. Und ich hatte dem Verantwortlichen dazu einen Text vorbereitet. Als er mir den geplanten Text zurückschickte, war das ein ziemlich anderer Text. Zuerst war ich unwillig darüber, aber was ich geschrieben hatte, war alles andere ein Drehbuch für seine Intention. Der Verantwortliche hat zwar Grundgedanken von meinem Text aufgenommen, aber was er geschrieben hatte, das konnte man mit Bildern und mit Musik umrahmen. Und ich sage es ganz selbstkritisch und kurz, ich wollte vor allem erklären, er wollte verkünden. Er wollte, dass es zu Herzen geht, aber eben nicht nur zu Herzen, und dass es unseren Willen bestimmt. Nun muss Verkündigung des Evangeliums immer auch erklären. Wir können daraus keinen krassen Gegensatz machen, in ein Entweder-Oder formulieren. Aber, liebe Schwestern und Brüder, ich fürchte, die Verkündiger des Glaubens heute wollen viel zu viel und viel zu oft erklären, anstatt zu verkünden. Ich denke dabei an solche Worte zum Tage im Rundfunk, an das Wort zum Sonntag im Fernsehen, aber auch an viele unserer Predigten. Als wollten wir das, was da aus der Heiligen Schrift vorgetragen wird, erst einmal plausibel machen. Das heißt, entweder den Anspruch mehr oder weniger entschärfen oder das Ganze nur als symbolisch hinstellen und erklären. Das passiert, das versuchen wir, so handeln wir, wenn wir nicht mehr so richtig glauben. Wenn wir zwar sagen und hören hier Wort des lebendigen Gottes, wenn wir hören Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, aber dann alles genauso bleibt, wie es war. So, als wäre nichts passiert. Wohlgemerkt, ich sage das zuerst an meine eigene Adresse. Ich sage zuerst an uns, die das Wort, die frohe Botschaft zu verkündigen haben. Aber ich erlaube mir in diesem Zusammenhang auch, auf die hinzuweisen, die die frohe Botschaft, die das Wort verkündigt, hören. Manchmal bin ich schon recht erstaunt, und es mag damit zusammenhängen, dass viele Gäste, die nicht zur Gemeinde gehören, anwesend sind bei Firmenfeiern, was da zuvor in der Kirche los ist. Und dann soll diese Gemeinde eingestellt sein auf das Wort des lebendigen Gottes, auf die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, die nur der geweihte Priester vortragen darf oder eben der geweihte Diakon. Das soll mir niemand weismachen wollen. Alle Verkündigung, alle Predigt richtet sich an Menschen, die schon glauben. Alle Predigt muss das Wunder Gottes, das uns in der frohen Botschaft, das uns in den Lesungen aus dem Alten wie dem Neuen Testament berichtet wird, noch viel mehr herausheben, noch viel mehr verherrlichen und darstellen. Oder wie einer zum heutigen Evangelium von der wunderbaren Speisung der Massen geschrieben hat: Wenn es um die Begegnung mit Gott geht,
haben Ausleger nicht zurechtzulegen, um die Geschichte irgendwie zu erklären und für den Verstand fassbarer zu machen. Nicht die Geschichten sollten wir kleiner machen, sondern uns selbst vor den Berichten. Dann fügt er hinzu, und das nennt man Demut. Da brauchen wir unseren Verstand nicht draußen zu lassen. Nein, liebe Schwestern und Brüder, ich lade Sie ein, die Heilige Schrift des Neuen Testamentes allein aufzuschlagen und durchzusuchen und zu fragen, welcher Evangelist hat nicht von der Speisung der vielen berichtet? Da mögen es einmal 2000, einmal 5000 gewesen sein, die da gezählt wurden. Darauf kam es nicht an. Aber alle vier Evangelisten berichten davon. Und es geschieht immer wieder das, worauf wir nur staunen können. Fassungslos staunen können. Ohne Wenn und Aber. Das ist wirklich geschehen. Das hat sich wirklich ereignet, wenn wir schon einmal diese Sprache gebrauchen wollen, was uns da aus der frohen Botschaft nur staunen lässt. Aber die Entsprechung dann zu dem Wort des lebendigen Gottes, der Geschichte mit dem Propheten Elisha, und viele andere Details können uns dazu helfen, noch tiefer vorzudringen in das, was uns da verkündet wird, zu unserem Heil. Denn das, was da Gott getan hat in der Geschichte, und jetzt tun will an dir und an mir, an einem jeden von uns. Denn in Jesus Christus begegnen wir Gott. Und diesem Jesus können wir in seiner Kirche begegnen. Dieser Jesus spricht zu uns in der Verkündigung seiner Kirche. Diesem Jesus können wir vor allem mit einem hörenden und einem betenden Herzen begegnen, als Glaubende und nur als Glaubende. Das heißt, als Menschen, denen es geschenkt worden ist, von Gott zu glauben. Und das hat nicht etwa einen Gegensatz zum Wissen. Geschenke wirft man ja nicht auf die Straße. Geschenke wirft man auch nicht irgendjemandem hinterher. Geschenke überreicht man feierlich, drückt sie einem in die Hand. Und noch einmal, Jesus hat diese große Schar der Menschen, zu diesen Männern kamen ja auch noch Frauen und Kinder dazu, gespeist. Und überall, wo Gott so am Handeln ist, da lässt sich auch an anderen Stellen des Neuen Testamentes nachweisen, geschieht alles in Überfüllung. Wenn Jesus vom Sämann berichtet oder wenn er berichtet von seinem ersten, wenn von der ersten Tat Jesu berichtet wird, der wunderbaren Verwandlung des Wassers in Wein, 600 Liter, kann man annehmen, sind da verwandelt worden. Was für ein Fest muss das auch gewesen sein. Und wie die Massen darauf reagieren, auf diese Fülle, auf dieses Wunder, das spricht für sich. Denn bei den Massen, bei uns liegt der Denkfehler. Sie wollen ihn nun zum Wunderdoktor, zum Sozialminister, ja eben, zum König machen. Ja, aber will sie weiterführen? Sie denken, dass sie erst einmal ausgesorgt haben für die Zeit. Welches begrenztes Denken, welches tiefes Missverständnis. Aber, liebe Schwestern und Brüder, ein Missverständnis, das durchaus auch heute noch bei den Menschen an der Tagesordnung ist. Religion als eine Beigabe, als ein europäisches Wellnessangebot, als Deutungsangebot für das, was Menschen könnten, wenn sie nur wollten. Nach dem Motto eines modernen Kirchendienstes, wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt. Nichts wird. Sie haben nicht einmal so viel, dass alle satt werden. Aber noch schlimmer ist es, kaum einer ist bereit, davon zu geben, was er hat. Oder vielleicht noch schlimmer, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Der soziale Gedanke ist zweifellos vom christlichen Denken nicht zu trennen. Er hat seinen Ursprung und seine Bestätigung im christlichen Menschenbild. Aber wir landen ganz schnell sogar beim Sozialismus. Wenn wir den Glauben an Gott immer nur noch so gerade mal voraussetzen, aber zu keiner Zeit, bei keinem unserer Pläne, wirklich mit ihm rechnen.
Bekehrung heißt aber, sich auf Gott zu besinnen, seine Hoffnung auf Gott zu richten, an ihm sich auszurichten, nach seinem Gebot, mit ihm absolut in jeder Situation unseres Lebens zu rechnen. Gerade dort, wo wir mit unseren Denken und unseren Plänen am Ende sind. Und das ist nicht nur für den Aschermittwoch angesagt, liebe Schwestern und Brüder, sondern täglich, gründlich und stündlich. Denn Gott ist immer größer als unser Herz. Und das gilt nun nicht nur da, wo wir nicht mehr verstehen. Das gilt vor allem, wenn wir im Begriff sind zu resignieren, wenn wir vielleicht sogar verzweifeln wollen. Jesus will die Menschen weiterführen. Er eröffnet ihnen einen ungeahnten Horizont. Er ist gekommen, so hat er es selbst gesagt, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Hier ist sie wieder, diese Fülle, die er in Wort und Beispiel immer wieder zeigt. Das geht uns auf, wenn wir uns in sein Reden und sein Handeln hineinversetzen. Dann könnte es uns in der Tat gegeben werden, zu staunen. Wenn wir am Sonntag aus der Kirche gehen und staunen, dann ist die Verkündigung der frohen Botschaft ein gutes Stück vorangekommen. Wenn auch noch keineswegs am Ziel. Denn am vergangenen Sonntag hörten wir davon, dass ihn, Jesus, die Leute schmerzten, dass sie ihm leid taten, weil sie wie Schafe waren, die keine Hirten haben. Und dann heißt es, und er lehrte sie lange. Er hatte Zeit für sie, er war für sie da. Heute wird das fortgesetzt mit der wunderbaren Speisung. Wo Gott am Zuge ist, da ist die Fülle, da ist der Überfluss. Darauf wird Jesus die Menschen zum Geheimnis der Eucharistie, zum Brot des Lebens, das er selber ist, hinführen. Davon werden wir in den nächsten Sonntag hören. Merken wir, wie der Zusammenhang der Verkündigung auch an den Sonntagen des Kirchenjahres besteht. Und darauf folgt dann, muss die Entscheidung folgen. Als viele nämlich nicht mehr mit ihm gehen wollen, weil sie sagen, seine Rede ist hart, wer kann sie hören, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Weil seine Rede ihr kleines Denken sprengte, überbeanspruchend zu scheint. Petrus kann sich da nur noch mit einem Sprung in den Glauben hineinretten, als er auf die Frage des Herrn antwortet, nun wollt auch ihr gehen. Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben erkannt und geglaubt, du bist der Heilige Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, wir alle wissen, wie weit Petrus damals noch entfernt war vom ganzen Glauben, vom wirklichen Ergreifen und Verstehen der Gedanken Gottes in Jesus Christus. Aber gewiss waren er und seine Mitjünger schon über das bloße Staunen über das, was Jesus getan hat, hinausgelangt. Liebe Schwestern und Brüder, Herr Pfarrer hat es ja am Anfang gesagt und es ist ein guter Anlass, dass wir miteinander heute die Eucharistie feiern und das Opfer des Lobes begehen, dass wir des letzten Fürstbischofs von Augsburg, Clemens Wenceslaus, des sächsischen Prinzen, des wettinischen Nachkommens, des Sohnes des Königs von Polen, gedenken, der mit Mark Oberdorf eine ganz besondere Verbindung hat. Was wissen wir schon davon, in welches Stadium des Glaubens, in welches Stadium des Staunens Fürstbischof Clemens Wenceslaus gekommen sein mag? Er war in die Nachfolge der Apostel berufen worden, wie ich, durch Gottes Gnade, und damit in die Nachfolge Christi, wie wir alle, durch Gottes Gnade in Taufe und Firmung. Staunenswert erweist sich beim intensiveren Studium seiner Biografie auch der Lebensweg des sächsischen Prinzen. Heiligkeit, das sollten wir uns immer wieder sagen lassen, Heiligkeit ist alles andere als das Ergebnis moralischer Anstrengungen. Heiligkeit ist zuerst und vor allem ein Geschenk Gottes und eine Berufung von Gott zugleich. Am 27. Juli 1812 starb Clemens Wenceslaus, so wörtlich einer der Biografen, der Grand Seigneur und einer der erfreulichsten Kirchenfürsten der untergehenden Reichskirche.
von seiner Schwester bis zum Ende betreut. Wenn er zu Lebzeiten als Fürst auftrat, so der Biograf zuvor, liebte er Prachtentfaltung und höfische Feste. Aber sein persönlicher Lebensstil war vorbildlich. Obwohl vielseitig gebildet und den Künsten zugetan, war er in seinem Alltag anspruchslos. Die Ausbeutung seiner Sprengel für persönliche und familiäre Zwecke lehnte er ab. In seinem Testament hatte er seine gesamte Hofdienerschaft als Universalerbe eingesetzt. Noch zu Lebzeiten bekannte er sich auch zu dem Unrecht, dass er dem späteren Bischof von Regensburg, Johann Michael Seiler, in offensichtlicher Verkennung der kirchenpolitischen Lage mit einer fristlosen Entlassung von der Universität Dillingen angetan hat. Kann uns nicht auch schon eine solche Lebensgrundlinie aus dem Glauben heraus in einer für uns kaum nachvollziehbaren Denkungsart jener Zeit dennoch zum Staunen bringen? Liebe Schwestern und Brüder, ein Freund hatte mir vor langen Jahren ein sehr brauchbares liturgisches Buch geschenkt, in das er eine Widmung geschrieben hatte. Weil er mit der Hand und nicht gerade sehr exakt geschrieben hatte, habe ich das immer fehlerhaft gelesen. Ich habe gelesen, die Größe eines Lebens liegt in der Kraft der Reue. Ich habe lange darüber nachgedacht, was das bedeutet, bis er mir eines Tages sagte, dass es eigentlich heißen müsse, die Größe eines Lebens liegt in der Kraft der Treue. Das gibt mir noch viel mehr zu denken. Worin liegt denn die Größe eines Lebens? Worin liegt denn das, was uns letztlich doch zum Staunen bringen kann? In der Treue, die ein Zeugnis des Glaubens und der Liebe ist? Oder in der Reue, in der wir fähig sind, zu der wir nur dann fähig sind, wenn die Liebe Gottes selber sich zu uns herabneigt und uns zur Umkehr und zum Neuanfang bewegt, nämlich da, wo nach rein menschlichem Ermessen alles zu spät erscheint. Treue oder Reue, beide haben ihren Ursprung in Gott. Wir wollen nicht darüber rechten, was die größere Gabe ist, für die wir dankbarer sein sollten. Treue oder Reue, beide kommen von Gott. Beide sollten uns nicht nur zum Staunen, sondern zum Lobpreis seiner Herrlichkeit und Güte gelangen lassen. Amen.